So, da sind wir wieder zurück. Das war so eine kleine unfreiwillige Unterbrechung. Ich habe gerade meine Fraps-Zahl gesucht und die war irgendwie nicht da. Deshalb dachte ich mir, oh, verdammt. Ich habe es zwar anders ausgedrückt. Oh, verdammt, dachte ich mir, ich habe da was verpennt und die Aufnahme läuft nicht mehr. Deshalb habe ich jetzt nochmal überprüft, aber die Aufnahme ging und das ist alles da und das freut mich. Und ich habe hier zwischendrin gemerkt, ich habe hier einen Tee vergessen. Das sollte natürlich Stein heißen. Jo, wir waren hier stehen geblieben, dem jungen Herrn noch eine Ausgekleidung zu verpassen. Und für die Ausgekleidung nimmt der natürlich immer so ein Hemd. Und eine Hose natürlich auch, die dann am besten so aussieht. Oh ja, schick, das bleibt ihm jetzt. Accessoires könnte er auch haben, und zwar abends trägt er immer so ein Bling-Bling-Ding, damit er auch ja gesehen wird in der Masse. Und so untertags könnte er mal, was könnte er denn da mal, zum Beispiel eine Uhr tragen. Ja, eine Uhr ist wichtig, die trägt man heutzutage. So, jetzt kommen wir auch schon noch nicht dazu, sondern zum Gang. Oh, schick! Baby Drama Baby! Oh. Oh, das ist aber noch besser. Das könnte eigentlich schon passen. Nein, 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 nein. Nein, der da. Ja, der ist es. Who's named O'Connor? Jupp, das ist es. Und jetzt hat hier zu dem Bestreben, er möchte gerne beliebt sein. Und zwar ein Witzeerzähler möchte sein. Das ist doch gut. Dazu möchte er natürlich gesellig sein. Okay, das war jetzt überhaupt nicht gesellig. Und er möchte, er tut so, als wäre er ist manchmal gewisserweise so ungefähr faul. Genau, so passt es, so will ich das haben. Er ist jetzt auch, huch, ach ja, meinen Namen braucht man noch. Er heißt Herold. Habe ich mir ausgedacht, während ich hier kurz weg war. Und da ist mir wahrscheinlich auch passiert, dass die Schrift wegging bei der Violetta. Weil mit O mache ich ja meine Fraps-Zahl weg. Und deshalb war ich vorher so irritiert. Ja, das passt. Dann braucht man natürlich noch Eltern. Ja, es klingt komisch, aber Kinder haben meistens Eltern. Dazu erstellen wir erstmal die Mutter. Mit Frauen tue ich mir irgendwie leichter. Och, ja, jemine. Geht das jetzt eigentlich? Stopp mal. Ja, diesen möchte ich löschen, wenn ich hier Genexperiment mache. Und jetzt möchte ich erstellen einen Elternteil. Und zwar eine Mutter. Nein. Oh ja. Die gefällt mir irgendwie. Oh yeah. Die ist eigentlich schon geil. Wieso eigentlich nicht, ha? Ich probiere mal schnell bei ihm aus. Nein. 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 Okay, über ihn mache ich keine Mutter. Die sehen alle nicht so toll aus. Bekomme ich dann nochmal die eine Cowboy-Frau hin? Die war ziemlich cool. Ne? Ah. Schade, jetzt bekomme ich die nicht mehr hin. Oh ja. Das wäre auch ein perfektes Vorbild. Die perfekte Mutter ist es. Oder hier so eine, wie heißt denn jetzt, Bürotussi. Sie könnte
könnte auch einen Bürotussi als Mutter haben. Hm. Aber die Figur nehme ich jetzt mal. Okay. Das muss ja nicht unbedingt dieses Outfit sein. Das kann sie dann abends anziehen. Das für untertags, da hat sie mal was anderes an. Sowas hier? Nein. Das hier, nochmal jung sein, auch nicht unbedingt. Wo sind denn hier die altersgerechten Klamotten? Ach da, gefunden. Sieht so scheiße aus, dieses Ding. Oh ja, das wäre auch perfekt für eine liebevolle und verantwortungsbewusste Mutti. 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 Haben wir denn hier irgendwas, was so ihrem Alter entspricht? Ja, das geht ganz gut. Ich glaube, das nehme ich auch in Schwarz. Nö. Das da. In das da nehme ich's. Und dann hätte ich gerne bitte noch vielleicht einen Rock dazu. Bin mir nicht so sicher. Hoffentlich war das jetzt nicht in der Aufnahme mit dran. Das hat mein PC leider zurzeit. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe schon die Vermutung, dass mit Firefox zusammenliegt. Aber der wäre jetzt eigentlich gar nicht im Hintergrund offen. Also dürfte jetzt auch gar nicht machen. Naja. Ich glaube, dazu nehme ich diese Schuhe. Gibt es die auch noch mit anderen Sohlen? Das wäre ganz super. Aha. Oh ja, nur weiß. Super, gut. Das ist Violettas und Herolds Mama am Alltag. Abends. Oh yeah. Geil. Nein. Abends zieht sie sich ein hübsches Kleid drüber. Vielleicht so ein Hochzeitskleid wäre ja ganz toll. Nö. Das hatte sie vorhin an, gell? Es war nur in Schwarz. Das würde ich mir gern für die Partykleidung aufheben. Ansonsten abends das da. Das ist doch ganz schön. Ja, und die Handschuhe weg bitte. Ja, ja, ja. Mhm. Doch, das geht. Doch, doch. Und derzeit würde ich da gerne noch bisschen Strumpfhosen-Action haben. Nein, nicht sowas. Strumpfhosen-Action. Gibt's denn hier die nicht in schön, bitte? Sowas vielleicht. Keine Ahnung, ich bin eben wieder Meinung, dass Muttis zu ihrem Kleid nichts mehr so tragen dürfen. Also die müssen unbedingt darunter was anziehen. Wie zum Beispiel eine Strumpfhose. Aber da die bescheuert aussieht, lassen wir die jetzt einfach mal weg. Ha. Beschlossen. Ach ja, und die braucht natürlich auch einen Ring. Ring, ring, ring. Ding, 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 ding. Genau, weil die ist ja nicht mehr ledig. Die hat ja so ein Anhängsel. Und das Anhängsel hat dann natürlich auch sowas am Finger. Und nennt man dann normalerweise auch Eheringe. Genau. Wie machen wir denn das jetzt weiterhin? Sportkleidung. Oh ja. Ja, ja, ja. Das ist ihr's. Und dazu... Dazu zieht sie einen Rock an. Nein. Wo es eigentlich gar nicht mal so schlecht ausschauen wird. Dazu zieht sie sowas hier an. Ja, wieso nicht? Gut, Schüchchen. Kriegt sie auch andere. Die hier. In andersfarbig. So. Ja. Dass die immer so hässlich sein müssen, die Sportschuhe. Verstehe ich nie. Verstehe das echt nicht, warum das so sein muss. Das kann doch echt nicht die Wahrheit sein. Zum Schlafen zieht sie sowas hier an. Und das bitte in grün. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Hm?
kann doch mal sein. Oh ja, schick. Das lasse ich. Okay, nein. So, jetzt hat die Abendkleidung, die Ausgekleidung. Da habe ich ihr jetzt dieses Kleid versprochen. Dieses hier, was sie ja ganz am Anfang schon anhatte. Oh ja, das ist schick. Accessoires mal weg. Und die Kette bitte auch. Schnucki, ist das jetzt schon wieder bei den oberen Dingern? Das war das, was ich meinte, dass das so blöd ist. Oi, toll. Nein. Das geht doch. So goldene Ohrringe. Also die Ohrringe, das ist so ähnlich wie bei einem Stier. Ihr kennt ja vielleicht so die Nasenringe, die man sich da so durch die Nase durchsteckt. Und die gibt es ja auch bei Stieren, damit man die anketten kann, gell? Und so gibt es auch bei Frauen diese riesigen Ohrhänger, die da so rumbaumeln. Die sind nur aus dem Zweck da, damit der Mann, wenn die Frau böse ist, die anhängen kann. So ist es, so war das und so wird es auch immer sein. Das ist eine wahre Geschichte. Also, liebe Damen, überlegt es euch nächstes Mal, besser gleich früher, ob ihr die Dinger wirklich anziehen wollt oder nicht. Danach macht es wirklich noch ein Mann wahr und hängt euch an den Ohren da auf. Keine schöne Erfahrung. So. Die Mutti ist fertig und die Mutti heißt... nein, Mutti ist noch nicht fertig. Mutti braucht noch Make-up. Mutti braucht Make-up, sonst ist Mutti nicht glücklich. Nein. Sowas? Oh ja. Das schon eher, und zwar in einer anderen Farbe. Das da? Ich weiß nicht. Das da. Ja. Und Augen bekommt sie auch noch andere Farbe. Und zwar auch so ein Blau, wie ihr Söhnchen hat. Bloß ein bisschen kräftiger. Damit das zu dem zum Make-up passt. Make-up bitte. Danke. Da will ich jetzt wieder in die Abendkleidung. Da braucht sie nämlich auch noch was Hübsches. Dazu wieder das, was sie auch beim Ausgehen hat. Zum Sport und zum Schlafen braucht sie kein Make-up. Nö. Braucht sie nicht. Aber hier Lippenstift oder sowas könnte sie noch haben. Oh nee. Du, ist gut so. Die Frau ist von Natur aus schön. Die braucht kein Make-up. Nokomi Bay. So, der Papa. Wie wird denn der Papa? Oh, Mist. Hab bei der Mama was vergessen. Das war der Gang. Und die Stimme muss auch noch anders werden.